So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, wir sind hier am Verdursten tatsächlich und wir müssen uns zusehen, dass wir jetzt echt mal was zu trinken ranbekommen. Hä? Okay, warte mal. So, jetzt geht's. Diese Kokosnuss, die will ich mir mal ganz kurz hier vorne hinlegen, die ich hier noch habe. Die habe ich ja, glaube ich, leer getrunken. Und die werde ich mal nicht. Guck mal. Ist die noch zu trinken? Nee, die ist nicht mehr zu trinken. So. Ich glaube, das sind nämlich diese leere Kokosnüsse, die ich brauche für... Oh oh. Für meine... Für meinen Water Collector. Die Nacht ist schön durchleuchtet hier irgendwie gerade, aber nicht durchleuchtet genug, dass wir... Dass wir Kokosnüsse sehen könnten. Wir brauchen... Da hinten ist eine... Da. Oh, Kokosnüsse. Zwei Stück. Das ist gut. Hopp. Muss ich da ranklettern? Wir haben megamäßigen Durst. Ah, reicht schon. Genau. Wo sind jetzt hingerollt? Da. So. Und jetzt schlürfen wir das. Lupp. Genau. Die tun wir da hinten hin. So. Ey, wir haben immer noch Durst, Alter. Das hilft so gar nichts, ne? Mit der Kack-Kokosnuss. Na, zeig her. Ja, trinken ist das Schlimmste. Das hilft nicht so wirklich was. Und jetzt da hinten ist die Kokosnuss. Wow, cool. Ja, siehst du, dann hat das auch geklappt. Genau, da ist die Kokosnuss. Und komm. Klasse, jetzt nimm am besten noch eine Kokosnuss. So, schmeißen wir hier weg. Cool. So. Da hinten sind noch mehr Kokosnüsse, das sehe ich schon. Hä? Na komm, hä? Na komm. Und, einmal. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Irgendwie ist es noch ein bisschen. Noch nicht so einfach, finde ich tatsächlich. Upsi. Ups. Ist natürlich eine gute Option, eben halt wirklich die Kokosnüsse zu trinken, ne? Aber wie gesagt, wie ich in der letzten Folge schon sagte, meines Wissens nach sind bummelig 1 Liter Wasser in einer Kokosnuss drin. Das sollte eigentlich den Durst komplett vertreiben. So, das ist doch schon mal super. Wir behalten mal kurz eine Hand. Also nicht eine Hand, sondern im Inventar drin. Und jetzt gucken wir bitte nach. Was fehlt uns noch? Aber was soll das denn sein? Ey, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das Ding piept schon wieder. Was habe ich denn jetzt für Sorgen? Was ist dieses Herz? Was macht mir dieses Herz denn? Fehlt mir irgendwas? Bin ich vergiftet? Krank? Oder so. Hopp. So. Genau. Nein, das wollen wir nicht. So. Hier könnten wir vernünftiges Feuer mitmachen. Das wäre natürlich mehr als geil. Lass uns das mal machen. Mit Rocks. Haben wir Sticks dabei? Wir brauchen einen, haben wir dabei, genau. Dann lass uns doch mal. Ich hatte doch hier irgendwo Rocks gehabt. Warte, das ist die Kokosnuss, das ist die Kokosnuss, das ist die Kokosnuss. Sticks. Wollen wir denn Rocks? Warte mal, ich muss meine Taschenlampe anwerfen. Da haben wir Rocks. Aber, wahrscheinlich gut klar, weil ich mehrere Rocks brauche, ne? Wie viel brauche ich? 3 Stück. Was fehlt mir denn noch? Was ist das denn? Ach so, wir brauchen noch ein Campfire. Okay, machen wir das so. Warte. Aber es wäre cool, wenn ich irgendwie rausfinden könnte, wie ich die denn wieder neu bestücken könnte, ne? So. Ich glaube, ich müsste jetzt 3 Stück haben. Ne, ich brauche 4 Stück, oder? Genau. Genau. Nervt doch jetzt nicht. Was hat das Spiel für Probleme? So.
Und jetzt? Wo sind meine Rocks hin? Da. Da sind Rocks. Da sind Rocks. Hä? Warte mal eben. Hör mal auf. Das ist Uhr, ne? Oh, nervt doch nicht. Ich muss doch nicht das nicht im Crafting-Menü behalten, oder? Ich muss es dringend abwerfen. Das finde ich total kacke. Nee. Will ich nicht. Will ich aber nicht. Kann man es nicht unterbrechen oder so ein Scheiß? Das nervt mich gerade. Nee, geht nicht. Ich muss das scheiß Ding irgendwo absetzen. Das ist doch fuck. Das ist doch Pillepalle jetzt hier. Und diese Uhr nervt mich auch. Die piept die ganze Zeit. Warum piept diese fucking Uhr die ganze Zeit? Dann setzen wir nochmal ein Lagerfeuer daneben. Zufrieden? Wahrscheinlich muss das liegen und wir müssen die Steine hier mit hinnehmen. Was hat unsere Uhr denn jetzt? Das ist irgendwas mit unseren Dings nicht in Ordnung. Sind wir vergiftet oder so ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Ansonsten muss ich es nach der Folge rausfinden. Aber es scheint ja wirklich irgendwie andauernd zu piepen. Es scheint bei uns ein ernstes Problem zu geben. Wobei es nicht am Wasser und am Essen liegen kann, weil wir eigentlich gut ernährt sind. Wie viele Rocks haben wir denn jetzt? Gut. Campfire. Aha. Natürlich geht das jetzt nicht, weil das andere daneben ist. Ich kriege hier gleich echt ein... Oh, nee. Pass auf, wir müssen... Achso, das ist im Allgemeinen ziemlich scheiße, ne? Dass das hier ist. Warum ist es so? Ich habe keine Chance, jetzt hier irgendwas zu machen. Es ist doch total verrückt. Voll schräg, dieses Spiel. Kann ich das nicht irgendwie... Ja, es müsste eigentlich hier hingehen. Aha. Kann ich damit was anstellen? Mit diesem Feuer irgendwie kaputt machen oder so? Oder muss ich wieder Neues suchen? Weil die habe ich offensichtlich zu nah beieinander gelegt. Habe ich das denn überhaupt noch da in meinem Inventar? Nee, habe ich... Ja doch, nee, habe ich... ich muss mich dann rumlegen um ein existierendes Feuer. Das ist ja aber leer, ne? Es ist sehr versteckt einfach, ne? Kann ich das denn irgendwie mit Sticks nachfüllen? Ach, Schnauze. Ach, Schnauze. Ich wüsste nicht, wie ich denn sonst damit umgehen sollte. Keine Sticks dabei? Nee. Diese Uhr geht mir total auf die Eier. Vielleicht waschen wir uns einfach mal. Vielleicht fühlen wir uns dann wohler. Ich wüsste auch nicht, wie wir uns jetzt irgendwie ein bisschen... Was hat uns denn da jetzt gibt? Oh, diese Krabben hier, ne? Vielleicht haben wir, müssen wir was von den Aloe Veras irgendwas machen. Davon haben wir noch welche da. Oh, hüpft doch darüber. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das jetzt wieder voll mit Feuer kriege hier. Das wäre super. Wo sind meine Aloe Veras? Ich habe hier so viel Schrott, ey. Ich hatte ja schon Aloe Veras weggehackt und die habe ich hier auf meinen Müllberg zusammengeschmissen. Hier ist noch mehr Rocks. Ja, wahrscheinlich ist das Problem, ne? Was ist denn mit den Aloe Veras hier? Sind Schrott, immer noch. Und die Uhr nervt und nervt und nervt.
Da unter. Aloe Vera. Okay, er macht nur Bulb. Hat das jetzt nicht daran gelegen? Habe ich denn jetzt nichts Gutes damit gemacht, dass ich Aloe Veras gefuttert habe? Oder muss man da irgendwelche Creme herstellen oder was? Ich meine, ich habe jetzt die ganze Aloe Vera-Pflanze mir gerade in die Figur geballert. Ob das jetzt Sinn und Zweck der ganzen Sache war, weiß ich nicht. So, haben wir noch ein paar Stickies. Da haben wir Sticks. Ne. Wenn man sich so andere Leute anguckt, die das machen, die kommen immer sehr schnell weiter als ich. Das ist schon echt irre. Pass auf, wir machen jetzt mal ein Nickerchen und gucken mal, dass jetzt gleich tags wird. Dann wollen wir mal gucken, wie wir weiterkommen dann. Wir wollen mal auch mal ein bisschen reisen. Sleep. Bin ich mal gespannt jetzt. Okay, es ist jetzt wieder tags. Was ich nicht schlecht finde. Unser Messer haben wir am Start. Jetzt nehmen wir unser Paddelboot. Weil da hinten irgendwo, da hinten sieht man auch eine Insel. Lass uns da mal hinfahren. Allzu weit weg ist das ja einfach nicht. Warte. Das Gepiepe geht mir so langsam echt total auf den Sack. Irgendwann drehe ich durch. Und werde hier einfach alle auf der Insel umbringen. Hä? Das ist aber scheiße, so Mann. Ich glaub mir. Oh, guck mal, jetzt noch mehr Stoff, ey. Komm. Ja. Sehr gut. Nein, das ist immer noch auf dem Kopf rum. Was soll das denn? Dieses dumme Ding. Jetzt haben wir Hunger. Okay, darum kümmere ich mich dann später. Jetzt müssen wir erstmal was essen und trinken. Wir haben ja noch Sardinen in der Tasche. Mal gucken. So, einmal wegdroppen hier. So. Das Feuer ist natürlich schon aus, oder was? Nee, ist es nicht. Haben wir denn Feueranmachtzeug da? Jawohl. Sehr schön, komm. Achso, holt eh. Und los geht's. Dann lass uns noch mal ein paar Sardinen gleich noch mal jagen und ein paar Krabben. Damit wir hier nicht verhungern. Und dann brauchen wir tatsächlich noch Kokosnuss, ne? So, sehr schön. Ist die schon gammelig, oder was? Ach Quatsch, ich muss die noch schlachten. Habe ich ganz vergessen. So. Messer. Genau. Jetzt haben wir alle. Müssen wir ein bisschen warten. In der Zeit jagen wir uns noch was Neues. Oder für was zum Trinken sorgen. Muss noch einer machen. Wer braucht schon Trinken, wer essen kann, ne? So, warte mal, da müssen wir. Das ist echt hier so ein kleiner Kreis hier, ne? Mit Gebüschen und so und alles. Dann Nemo-Fisch. Ich glaube, die kann man gar nicht essen. Thank you.
Ah. Sollte unbedingt vor diesem blauen Seestern aufpassen hier. Na komm. Da siehst du wieder. Was ist da? Scheiß Sardinen. Ah ja, dann. Need to find water. Da kommen die nehmen wir noch mit. Na, das ist der. Da unten haben wir ja schon. Da oben eigentlich haben wir doch schon Wassermelone. Am Weg muss man ganz kurz was essen. Oh. Hä? Ist das noch nicht fertig? Das war das nicht ganz so gute. Das war das durchgebratene. Na toll. So, wo hatten wir die Kokosnüsse gefunden? Da hinten irgendwo, ne? Hä, wo bleib ich denn hängen? Von Aloe Vera oder was? Bin ich reingepackt irgendwie? So. Wird das schon wieder dunkel? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch nicht immer nur dunkel sein in diesem Spiel. Da. Ja, was war das? Ich hab da halt Kokosnuss gefunden, oder nicht? Na klar, hier. Oh. So, komm, klein. Yay, Kaffee. Wieso macht sie denn dieses Kackding nicht ab? Dieses. Habe ich ein Handmesser? Ich verstehe kein Wort, was? Aha, ich habe keinen Wort verstanden. Kaffee ist lecker. Hm. Wieso kriege ich denn diese Kokos muss nicht haben? Hä? Ich komme da nicht ran, ne? Keine Ahnung, warum. Scheiße. Am Ende verdursten wir. Ist noch Kokosnuss drauf. Man macht doch die scheiß Kokosnuss ab, genau. Wo ist die jetzt hin? Da. Trink! Hatte gar keine Lust drauf. Die trinkt das nicht. Warum trinkt die denn jetzt mal die Kokosnuss nicht? Blöde Kuh. Was? Achso. Das war die. Ich nerv das gerade hier mit der Nacht, dass schon wieder nachts ist. Das darf doch alles nicht wahr sein. Gibt es überhaupt noch Kokosnüsse überhaupt irgendwie in den Bäumen dran?
Offensichtlich haben wir noch sehr, sehr Durst. Da oben. Klar, überall. Jeder Baum hat quasi eine Kokosnuss. Auch der kleine hier vorne. Wo musst du hin? Hä? Da. Hä? Wo ist die hin? Ich sehe meine Kokosnuss nicht mehr. Diese Piepuhr, die ist nicht nur gut, ne? Die ist einfach auch nervig, ne? Wow, das ist doch... Nee, doch nicht so. Noch eine. Eine Kokosnuss nur. So, wir werden versuchen, gleich mal zu schlafen. Aber dann müssen den verdursten wieder gleich, wa? Perfekt. Oh, wir haben auch noch Hunger. Ich frage mich, was das mit dieser Herzanzeige sein soll. Habe ich das gerade weggeworfen? Mein kleines Filet. Wo ist es denn? Ach, habe ich in der Hand. Aha. So, den Rest essen wir von den Kokosnüssen nochmal schnell weg. Da gibt es kleine Dingens, das ist schon mal sehr gut. Junge Palmen. Die brauche ich ja noch. So. Ja. Na komm, nimm mit. Genau. Schnell wegnaschen. Nimm mit. Genau. Hopp, hopp. Bei mir geht das irgendwie ein bisschen langsam. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich hier gerade echt nur im Kreis. Mit meiner... Never eating again. Naja. Habe ich Durchfall jetzt, ne? Jetzt verdursten wir. Das darf doch alles nicht wahr sein. Fledermäuse. Also von diesen scheiß Kokosnüssen kriegt man Durst. Beziehungsweise wenn man kackt. Was machen wir mit den Yukas eigentlich? Wo mein Messer, wo wird schon wieder hin ist, ne? Yukas an sich. Das ist der. Können wir uns jetzt nicht... Wo ist mein Messer jetzt schon? Ach, da ist mein Messer schon wieder. Na, können wir uns jetzt daraus Leinen bauen? Ja, geil. Sehr super. So. Das hätten wir schon mal. Da ist auch... Da sehe ich schon ein Dings... Hopp.
ist noch an der Seite, Mann. Gott, nee, ja. Hä? Ich hab doch die Kokosnuss irgendwo gerade gesehen. Was habe ich denn von den Yucas hier, wenn ich die mitnehme? Nur die Blätter, ne? Scheißdreck. Ich habe das Gefühl, wir sterben gleich. So, zeigt mir eine Palme mit ganz vielen Kokosnuss. Da ist eine Palme mit ganz viel Kokosnuss. Wir kommen darauf gar nicht. Ist natürlich nicht so fantastisch, aber hier, guck mal. Was mache ich damit? Kann ich das irgendwas mitmachen mit Yucas? Was macht man mit Yucas? Das wüsste ich gerne. Hä? Ist meine Kokosnuss da? Mit weg. Das Gefühl, die Kokosnüsse wachsen immer sehr gut nach. Aber wir haben ja jede Menge Kokosnüsse, bloß das Problem ist immer, die zu holen, ne? Ja. Da muss dann auch welche. Yay. Da waren zwei dran, das war ja wohl super gut. Wo ist denn die andere hin? Die andere hat sich verabschiedet. Wo ist... Ach, da. Diese Piepuhr geht mir echt auf die Eier, ey. Ich fühle mich gestresst dadurch. Nimm mal mit, Dings wieder mit, ja? Genau. So. Jetzt können wir uns noch so einen Bogen machen. Hm. Jetzt vielleicht? Immer noch nicht. Egal. Es wird wieder tags, glaube ich. Oh ja, ey, mein Gott. Es liegt an diesen Herzdings. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, was es sein soll. Wie ich mich wieder heilen kann. Na klar, das ist durch Aloe Veras. Aber wie mache ich das? Wie benutze ich die Aloe Veras richtig? Es gab so zwei Aloe Veras auf dieser Insel, ne? Ja, bist du doof? Was, und die Yucas? Was kann ich damit machen? Wenn ich die mal fallen lasse? Achso, Blödsinn. Was machen die Yucas? Was ist deren Funktion? Gar nichts. Verstehe ich nicht. Kann man die kochen oder so? Ich weiß es nicht. So, komm. Okay, jetzt sind wir drinne. Paddel. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ob es eine gute Idee ist, jetzt nachts zu fahren. Das wage ich fast zu bezweifeln. Aber. Sag mir jetzt nicht, wir bleiben hier irgendwo hängen. Was soll das? Ist es denn ernst?
Okay, los geht's. Ich habe keine Ahnung, ob das alles eine gute Idee ist, jetzt diese Insel so schnell zu verlassen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen unbedingt Aloe Veras und auf unserer Insel wächst keine Aloe Vera nach. Wow, das dauert aber mal so richtig lange. Na ja, gut, aber es ist ja selbst natürlich. Aber da hinten sind sehr viele Wracks auch. Ne? Ich glaube, hier könnten wir gut fündig werden tatsächlich. Oh, die Gezeiten treibt uns davon. Wow, das sind wirklich sehr viele Wracks. Vier Stück, ja? Wow. Ich werde den hier vorne gleich rechts, gibt es bestimmt den besten Shit. Weil der bestimmt am schwersten ranzukommen ist wegen Haie oder so, ne? Auf. Pack weg. Bist du doof? Ja, der meinetwegen auch so. Warum musst du das unbedingt so machen? Ist mir egal. Kipp um. Naja, wie dem auch sei. So, komm, wir müssen hier Aloe Veras finden. Das ist eine neue Insel, neue Chance. Upsi, pupsi. Sticks, okay. Das ist eigentlich, sind die identisch, die Inseln, oder was? Das ist ja irre. Naja, wie dem auch sei. Wir haben hier Aloe Veras gefunden. Warte mal, können wir das so mitnehmen? Genau. Ich hab die einfach mal gegessen. Ob das jetzt der richtige Plan ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich denke immer, dass man da Sonnenbrandmedizin draus machen kann. Guck mal hier. Lass es doch einfach mal. Wie kommen wir denn hier rein? Was bist du denn da? Das sieht gefährlich aus. Das ist eigentlich genau der gleiche Shit wie auf der anderen Insel auch, tatsächlich. So, was brauchen wir jetzt, um ein Ding zusammenzubauen? Und dreimal Sticks. Huh?
können wir schon was trinken. Hier gibt es auch jede Menge Fledermäuse, ne? Das ist das Einzige, was es hier so gibt, glaube ich, ne? Fledermäuse. Sehr schön. Mal alle mit. Okay, das geht wohl nicht mehr. So. Jetzt brauchen wir noch Stöckerchen. Okay. Ach, fick. Da, können wir schon bauen. Geil. Mir so direkt in der Mitte eigentlich so. Warum geht das jetzt auf einmal nicht so? Genau, klasse. Jetzt können wir hier schon mal safen gleich. Wir haben uns jetzt eine neue Insel gesucht, liebe Leute, und hier bauen wir unser neues Leben auf. Wir kriegen immer noch den Water Collector nicht zusammen und das ist echt schön. Doof. Ja. Da müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir den irgendwie hinkriegen. Na? Hier gibt es noch eine Räucherei, tatsächlich. Was es hier nicht so alles gibt, einfach, ne? Okay. Hier kann man Planken machen. Wahrscheinlich mit den Planken können wir uns ein Schiff bauen. Warum ist die Black Pearl? Guck mal hier, Alter. Das ist ja irre, was es hier so alles gibt. So, meine lieben Leute. Leider sind wir nicht wirklich viel weiter als sonst auch. Das liegt daran, weil ich das Spiel nicht so gut kann, vielleicht. Ich will das mal darauf werfen, glaube ich. So. Warte, genau hier von unser Zelt wäre natürlich echt ein. Genau. So, jetzt holen wir uns nochmal schnell ein paar Rocks. Weswegen. Ist immer noch diese Herzgeschichte. Und das mit der Aloe Vera hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie ich denn eine Aloe Vera richtig einsetzen soll, tatsächlich. Da muss ich mich nochmal ergockeln, vielleicht. Sticks, wir brauchen Rocks. Jede Menge Rocks. 3 Stück, glaube ich, ne? Ja. Was haben wir hier? Ist das ein richtiges... Was ist das denn? Yuga. Was macht man mit Yugas so? Ich esse alles. Geht nicht, okay. Ja, wie du musst sagen, wir brauchen Rocks gerade. Da liegt noch ein Rock. Wie viele Rocks brauchen wir? Oh, oh, warte mal. Nee, gar nicht. Da hoch jetzt. 3-mal Rocks, um Dings vernünftiges Kreis da zu bauen. Unsere alte Insel kann man von hier aus noch sehen, wa? Aber da zieht uns das gerade überhaupt nicht hin. Irgendwas ist da denn im Wasser? Da ist irgendwas, was da untergeht oder irgendwas, was sich da sehr stark bewegt im Wasser. Oh, dieses Piepen, das geht mir so ein bisschen auf den Senkel, ne? Oh, bin ich doof? Lass das doch nicht fallen. Du alter Hohlkopf. Gut, bis dahin reicht es also nicht. Es wird tags. Wir brauchen noch einen Stein. Da liegen so viele Sachen im Wasser einfach, ne? Müssen wir mal vorsichtig mal hingucken, irgendwo mal. Ich brauche noch einen fucking Stein. Da haben wir noch. Da kommt ab. Sehr gut. Wir brauchen noch mit. Ganz schön schön, der Sonnenaufgang, so, ne? Und wie viele Inseln es hier einfach gibt, ey. Aber wir versuchen uns jetzt hier mal ein bisschen heimisch zu machen, damit wir ein bisschen hier überleben können. Sehr gut.
Und das war's, meine lieben Leute, für heute. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde.